um 19 Uhr drauf und Ja. dann, wenn nichts da ist, sind sie wieder weg. Ist egal, wenn er noch nicht da ist. Ja, die hört man sonst dann live. So, jetzt müssen wir live sein. So, Erich, ich darf dann schon dir das Wort übergeben, wir sind jetzt eh schon live. Ja, der Chris ist auch wieder da, das ist schön. So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf euch ganz herzlich zu unserem heutigen Talk mit begrüßen. Unsere Veranstaltung heute ist zum Thema Industrie 4.0, Zukunft der Arbeit. Der BSA-Bezirk Berg und der Bezirksbildungsdienst Berg begrüßt euch ganz herzlich. Die Veranstaltung findet wegen Corona vielleicht ganz passend im Internet statt. Chris Müller wird zu Beginn einen Input-Referat zum Thema Industrie 4.0 Arbeitswelt der Zukunft halten. Anschließend werden wir eine Diskussion führen. Ich bitte euch, Fragen in den Kommentaren zu formulieren. Bianca K. Satorjewitsch wird dann die Fragen an Chris Müller weitergeben. Nun darf ich kurz unseren heutigen Experten Chris Müller ganz herzlich begrüßen. Chris Müller ist Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Angelegenheiten der Agenten der Tabakfabrik. Er ist aber vor allem auch Künstler, Gründer und Visionär. Chris Müller gründete und leitete das Theater Hausruck, wo sie 2005 den Nestroy-Preis dafür erhielten. 2016 gründete Chris Müller CMB Industries. 2017 startete er das Projekt Atemos. Er gründete anschließend Atemos Aerosol Research. Lieber Chris, danke, dass du uns heute Einblick in die Lebenswelt der Zukunft gewährst und wie wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir auch in Zukunft den Menschen einen lebenswerten Arbeitsbereich, eine menschenwürdige Arbeit bieten können und was wir als Sozialdemokratie tun müssen, damit wir diese Entwicklung so steuern, dass Menschen mit diesen Neuerungen auch gut zurechtkommen, dass die Anpassungsprozesse entsprechend gut laufen können, aber auch, dass die gesellschaftspolitischen Auswirkungen in dem Rahmen bleiben, dass wir sozusagen in einer Demokratie mit Mitbestimmung weiterleben können und nicht sozusagen von den neuen Errungenschaften so erdrückt werden, dass nur mehr sozusagen die Maschineneigner sozusagen die abcashen und sozusagen die Arbeitnehmer keinen Platz mehr finden. Also diese Anpassungsprozesse, die notwendig sind, müssen gut gestaltet werden. Und da haben wir, denke ich, als Sozialdemokraten eine ganz wichtige Aufgabe, die Menschen mitzunehmen, die Grundlagen zu schaffen, dass Menschen in diesem Raum auch gut existieren können. Lieber Chris, ich darf dich nun um deinen Input bitten. Ja, also ich hoffe, ihr könnt es mir gut hören und ich grüße euch sehr herzlich aus der Tabakfabrik, aus einem für mich auch sehr speziellen Rahmen. Wir haben da professorisch ein Studio aufgebaut im sogenannten Bau 3, also jenem Bauteil, was wir demnächst wegreißen werden und neu entwickeln werden. Und da haben wir ein Studio aufgebaut, weil aus Gründen von Baustelle, Pandemie und was sonst noch alles passiert in der Tabakfabrik, man immer improvisieren muss. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem Teil des Themas. Also die Arbeitswelt eigentlich gar nicht von morgen, sondern gleich hinter der Gegenwart ist eine, wo man permanent lernen muss, permanent sie anpassen muss, was adaptieren und wahrscheinlich in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Und das bedarf natürlich auch des sogenannten lebenslangen Lernens. Und ja, da wird einiges auf uns zukommen. Und das Thema heißt ja, also des heutigen Talks heißt ja eigentlich Industrie 4.0. Und Industrie 4.0 ist ja eine Bezeichnung für umfassende Digitalisierung in der industriellen Produktion. Das werde ich einfließen lassen, aber viel, viel wertvoller, viel wichtiger scheint es mir zu sein, über nicht nur über die technischen
Lösungen oder Fragestellungen oder Probleme zu sprechen, sondern vor allem über die Kunst, über die Kultur, über die Gesellschaft, wie sie jetzt werden wird, weil das wird sozusagen die große Herausforderung zu sein, dass man nicht glaubt, das ist ein kleines Werkzeug, wie früher der Zirkel, der Hammer, die Schaufel, die sozusagen die Arbeitswelt verändert, sondern na, das ist eine holistische, eine umfassende Veränderung, die ja eigentlich schon da ist. Es geht wirklich gar nicht mehr so sehr um die Zukunft, sondern es ist, wie gesagt, gleich hinter der Gegenwart und das spürt man. Und das spürt man auch in der Tabakfabrik. Und die große Chance scheint mir in Europa auch in so Orten wie der Tabakfabrik und auch durch Gruppen wie der Sozialdemokratie und anderen Akteuren einen sogenannten digitalen Humanismus zu entwickeln, der es möglich macht, frei von Mangel und Furcht zu leben, das Beste sozusagen übernehmen zu können, die gefährlichen Arbeiten auslagern zu können aber dennoch ein gutes Leben führen zu können von einem Erwerb und eine sinnvolle, gut bezahlte Tätigkeit machen zu können. Das heißt, wir gehen auf eine Reise, vielleicht sogar ins Ungewisse, und ich würde euch gern einen Mann vorstellen, der da hinter mir auftaucht, der im Sitzen, und das ist der Jonathan Harker. Und der Jonathan Harker ist eine der Hauptakteure in Bram Stoker's Dracula. Und er ist eigentlich mein Vorbild geworden im Laufe der Jahre, nicht nur, weil der Roman so fantastisch ist, sondern weil der Jonathan Harker vom Beruf ein Immobilienentwickler ist, ein Anwalt, der sozusagen von London nach Transsilvanien reist, von Wölfen verfolgt wird, sie fahren durch Nebelbänke und er fährt ja nur nach Transsilvanien, um dem Dracula sein Schloss zu verkaufen und mit diesem Erlös ein Grundstück in London zu suchen. Und was man da merkt in diesem Roman ist eigentlich, man kümmert sich nur um den Vampir, nur um das Schlechte. Aber in Wirklichkeit, finde ich, wenn man sein Bild der Arbeit wandelt, wenn man sich andere Vorbilder sieht, wenn man die Arbeit und den Stoff anders interpretiert, dann finde ich, stehen wir vor einer sehr spannenden Reise. Und was uns Dracula, der Bram Stoker, zeigt und vor allem der Jonathan Harker, dass man sich manchmal seinen Ängsten und seinen Dämonen stellen muss, um an sein Ziel zu gelangen. Und jetzt hinter mir taucht auf, und das ist sozusagen eine wichtige Figur in der Weltgeschichte, das ist der Sitting Bull. Und der Sitting Bull ist einer der berühmtesten Indianerhäuptlinge, die es gegeben hat. Und er trägt sehr stolz den Bullen, den Büffel in seinem Namen. Und die Ureinwohner haben von den Büffelherden praktisch alles genommen und alles bekommen, nämlich Initiationsriten, den Namen, Kleidung, Schmuck und daraus eine ganze Kultur bis hin zur Namensnennung. Bis das dann wer anderer gekommen ist, nämlich der Buffalo Bill. Und der Buffalo Bill hat, wie man heute sagen würde, in der Wirtschaftssprache oder in der Startup-Sprache die Kultur der Indianer disruptiert, indem er alle Büffel oder viele Büffel sozusagen fast zur Ausrottung gebracht hat. Und was damit auch passiert ist, durch diese industrielle Abschlachtung der Indianer oder die Indianer haben sozusagen damit nicht nur den Rohstoff verloren, sondern die völlige Kultur. Und bis heute haben sie sich nicht mehr davon erfangen können. Und jetzt bitte ich euch zu überlegen, wenn wir nicht über den Büffel reden, sondern über die Industrie, über die klassischen Arbeitsplätze, was dann ein Europa wäre. Was wäre ein Europa ohne Arbeit, ohne klassische Arbeit, ohne eine Erwerbstätigkeit, die so in Fabriken man bislang gesehen hat, sondern wenn Roboter, Sensoren, Algorithmen, Tätigkeiten übernehmen, wie wird das Bild der Arbeit für uns selber ausschauen, von was wird man leben und welche Kultur bringt es auch mit. Und ich selbst komme ja aus dem Hausruck. Meine Familie war 159 Jahre im Bergbau tätig und ihr seht sie hinter mir, das ist meine Familie, und haben noch Braunkohle geschürft im Hausruck. Und 1994 war dann Schluss. Und auch wie bei den Indianern ist Folgendes passiert. Es war natürlich nicht der Büffel im Ausruck, sondern
im Hausruck haben wir sich auch auf einen einzigen Arbeitgeber, die WTK, konzentriert, auf einen einzigen Rohstoff, die Kohle. Und wie die dann weggegangen sind, war eine riesige Arbeitslosigkeit und der Verlust von Identität. Und das merkt man bis heute im Ort, in Thomasreuth, wo ich herkomme, dass eine gewisse Traurigkeit da, der große Stolz der Bergkumpels, der Kodex der Kumpels, kann nicht mehr so abgefeiert werden. Und das hinterlässt tiefe Spuren in ein Gesellschaftsbild und eine gewisse Traurigkeit. Also was ich zeigen möchte, ist, wenn wir diese klassischen Industrien, nennen wir die Autoindustrie, die Stahlindustrie und andere Industriezweige, nicht versuchen zu innovieren und unser Arbeitsbild umzustellen. Und das betrifft natürlich auch die Sozialdemokratie. Wen vertritt man dann, wenn sich alles ändert? Und das ist eine große Herausforderung. Und wir in der Tabakfabrik sehen die Tabakfabrik als urbane Mine und wir schürfen also nicht mehr nach Kohle und nach Erz, und anderen Rohstoffen, sondern vielmehr nach Innovationen, nach Talenten, nach neuen Zugängen. Und da reden wir nicht nur von technologischen Erfindungen, sondern vor allem auch um soziale Innovationen. Also wir müssen uns überlegen, was kann die Tabakfabrik für die Gesellschaft leisten, als Werkbank, als Schmiedeamboss, als Aufnahmestudio wie hier, welche Berufsbilder werden hier entstehen, damit es neue Arbeitsbilder gibt, wo ein gewisser Stolz entsteht, eine neue Identität entsteht. Wer kann diese Menschen hier vertreten? Als politischer Arm, das passiert aus meiner Sicht momentan viel zu wenig. Die klassischen Modelle, also hier der Angestellte und da der Unternehmer oder der Chef, verschmelzen ja zunehmend. Man ist ja irgendwie mittlerweile schon beides geworden und es ist ein brutales Abhetzen in Wirklichkeit. Aber es gibt natürlich auch die ganz feinen Tage, weil Unternehmertum, das Schaffenskraft, das Innovieren macht unheimlich Spaß. Und für diese Gemengenlage, für diese Fragestellungen, müssen wir rasch und intensiv uns Gedanken machen, damit man frei von Mangel und Furcht leben kann, eine Identität aufbauen kann. Und wie gesagt, ich glaube, das geht um den sogenannten digitalen Humanismus. Ja, also wie gesagt, welche Rohstoffe der Zukunft werden die sein, die besonders vielversprechend sind? Früher hat man ja sehr viel Geld angelegt, Aktien gekauft von Standard Oil, Rohstoffen, die durch Abbau verschwinden. Ich würde mein Geld lieber einsetzen und die volle Kraft meiner Tätigkeit und die meiner Kollegen in Rohstoffe zu investieren, die durch Bildung mehr werden. Eben also Talente zu suchen, neue Zugänge zu finden und Orte, zum Beispiel wie die Tabakfabrik und in der Tabakfabrik die Grand Garage, um die herauszuheben, zu fördern, wo Menschen schrankenlos, barrierefrei an Zugang zu den neuesten technologischen Tools erhalten, um sozusagen diese Mischung hinzubekommen zwischen Erfinder, Innovateur, Kreateur, Angestellter. Und das kann man in der Tabakfabrik und in der Grand Garage erproben. Und diese Orte der Innovation werden immer wertvoller. Man merkt jetzt, wir sind ja mit wenig Geld gestartet in der Tabakfabrik, aber mittlerweile ist es ein 270-Millionen-Projekt. Und dieses Projekt ist ja nicht das einzige, sondern Orte der Innovation werden tatsächlich immer mehr. Und das ist sehr, sehr positiv. Und da stellt sich die Frage, wie ist dieser Ort aufgestellt? Was ist die Ausspielrichtung? Welche Themen sind da? Es gibt ja medizinische Hubs, wie zum Beispiel Cap 10 in Wien am Hauptbahnhof, das Haus der sozialen Innovation, das auch entstanden ist, um neue medizinische Aspekte zu bereichern oder zu erdenken und auszuprobieren in der Tabakfabrik. Aufgrund der Linzer und Oberösterreich Umgebung ist es klarerweise das Industrielle. Und das sind sozusagen die Aufgaben dieser Orte, die immer wertvoller werden. Kurzum. Es sind schon, Chris, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es sind schon zwei Fragen hereingekommen, was, glaube ich, ganz gut zu dem dazu passt, was du gerade gesagt hast.
Und zwar ist die Frage, würde es nicht auch in den Regionen draußen so etwas wie eine Tabakfabrik brauchen? Das ist eine sehr einfache beantwortete Frage. Ja, unbedingt. Also das ist was, was wir ja selber mitfördern. Also jetzt ist sozusagen nicht, ist eine Provinz Amstetten, aber zwischen Linz und Wien, da entsteht ein großes Hub. Ich kämpfe mit anderen in der eigenen Heimatgemeinde, in Ottnang am Hausruck dafür. In Weizenkirchen entsteht ein Agrartech-Kassel in einem Wasserschloss. Das heißt, diese Orte der Innovation werden mehr. Und ich kann mich nur dafür einsetzen und dafür plädieren, dass Orte der Innovation eigentlich in jedem Ort ein Zuhause finden, weil das wird letztlich über Wohl und Weh ganzer Gesellschaften entscheiden. Aber vielleicht darf ich das nur dazufügen, um die Frage zu beantworten. Und das ist sozusagen die große Challenge. Wenn man das will, braucht man aber auch eine Infrastruktur dazu, eine soziale, also sozusagen, um Menschen da hinzubekommen, wo man Orte der Innovation baut oder entwickelt. Aber vor allem, man braucht auch digitale Infrastruktur und nicht nur Straßen und Parkplätze, wie man es bislang macht, sondern man muss in das Thema Digitalisierung wirklich investieren. Und eine zweite Frage vielleicht noch gleich. Wenn die Industrie 4.0 für Veränderung in der Arbeitswelt für die Zukunft steht, wie sehen die sozialen Sicherungssysteme der Zukunft aus? Oder besser, wer zahlt wie in das System ein? Naja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die ich sicher nicht alleine beantworten kann, das schon Klügere versucht haben zu beantworten. Das ist eine der ganz großen Fragestellungen. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen das Konzept der Maschinensteuer oder der Wertschöpfungsabgabe. Ich glaube, das sind Themen, die man sich wirklich sehr, sehr ernsthaft und mit Nachdruck anschauen muss. Und übrigens habe ich bei einigen Reisen im Silicon Valley, also ich habe keinen getroffen im Silicon Valley, der nicht von dem Konzept einer Maschinensteuer, einer Wertschöpfungsabgabe oder eines bedingungslosen Grundeinkommens oder der dem negativ dagegen geredet hat, weil es stellt sich schon die Frage, wann alles effizienter ist, wann alles automatisierter ist, von was lebt man dann, wenn man keine Arbeit im klassischen Sinn hat, und die Unternehmer und die Erfinder dieser neuen Technologien stellen sich natürlich die Frage, wer ist der Markt und wer kann was kaufen, wenn er keine Arbeit hat. Das heißt, da wird was ziemlich in Umbruch kommen. Dann danke. Ja, gut. Also dann bin ich, vielen Dank für die Fragen. Das sind sehr wichtige Fragen. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Abend und viele andere davor und vor allem danach werden um diesen Themenkomplex kreisen müssen, weil da stehen wir für gewaltigen Herausforderungen. Wenn ich mir nur ausschaue, die Autoindustrie in Europa im Vergleich zu China oder zu Amerika, da gibt es Autofirmen, die kennt bei uns kein Schwein, die haben aber schon größere Kapitalisierung als viele der größeren Autobauer in Europa. So, aber ein Konzept ist ganz sicher, den Rohstoff der Kreativität zu fördern und neue Bohrtürme, neue Minen zu errichten, und das, ob das in Städten ist oder am Land. Also ich glaube, es sollte überall sein. Das sollte in den Kindergärten, in den Schulen beginnen. Sozusagen, das bedarf ja auch eines neuen Bildungssystems, eines neuen Schultyps und ja, einer neuen Hierarchie auch, wie man zusammenarbeitet und warum man zusammenarbeitet. Also das ist sozusagen keine Einzelmaßnahme, sondern da geht es wirklich um ein gesamtes Bündel. So. Jetzt springe ich sozusagen schon in die Welt von morgen und da versuchen wir, dass es nicht so ausschaut wie im Hintergrund. Gestern hat es ja so ausgeschaut, aber vorgestern hat es so ausgeschaut, und da sieht man hinter mir einen Müller. Und mein Name, mein Familienname kommt ja von einer Berufsbezeichnung. Und der Müller, den gibt es auch nicht mehr, und den Schneider gibt es vielleicht auch nicht mehr. Den Bauer gibt es noch, aber auch immer weniger. Das heißt, die Tätigkeit in Europa, das Konzept der Arbeit ist so tief verwurzelt in uns, dass wir erstens die Identität davon beziehen, so stark, dass es sogar in den Namen einfließt. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wird es eine Zeit geben, wo diese neuen Technologien in die Namen einwirken? Also
Dieter 3D-Druck, Lara Laser und was uns sonst noch einfällt an Technologien. Und das macht sie vielleicht am ersten Blick, lädt ein zum Schmunzeln oder ist lachhaft, aber in Wirklichkeit, früher hat auch keiner glaubt, dass er durch seine Tätigkeit oder von der Tätigkeit zu seinem Namen kommt. Und was ich damit zeigen will oder auslösen will, ist tatsächlich, dass sich nicht nur unsere Arbeitswelt verändert, sondern unsere Namen, unsere Tätigkeiten, unser gesamtes gesellschaftliches Gefüge oder so wie jetzt. Ich hätte mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass ich mit einem Fotoapparat rede, aber weiß, dass dahinter vielleicht 5, vielleicht 10, vielleicht 100 oder 1000 Zuseherinnen sind. Das heißt, das ist sozusagen ein völliges Lernen jederzeit und das wird uns begleiten. Aber dieser Phantomschmerz, den haben wir nun. Hinter mir seht ihr, und wenn jetzt die Oberösterreicher zuschauen, die werden das kennen, wenn man bei uns Geburtstag hat, Geburtstagsfeier, dann runden Geburtstag wieder hinter uns, den 40. Dann fahren wir die Landstraßen in Oberösterreich entlang und man sieht Skulpturen, die der Nachbar gemacht hat, um einen selbst zu ehren. Und was aber besonders interessant ist, wenn man, und da bitte ich euch einmal, gebt Acht und sendet mal die Foto, wenn ihr sowas seht, diese Figuren zeigen eigentlich einen gesellschaftlichen Phantomschmerz. Man sieht Figuren, die einen nur zeigen in seiner Tätigkeit. Also der Kollege da hinten feiert seinen 40. mit Bierkisten im Schriftzug, aber er hat Gummistiefel an, einen Blaumann und einen Helm. Dasselbe gibt es sozusagen in der ländlichen Ausführung, aber was sorgt es wieder die Arbeit? Das heißt, die Arbeit ist so wichtig, dass sie intrinsisch dargestellt wird, aber ein Arbeitsbild vermittelt, was es so kaum mehr gibt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, weil es zeigt, wie das Konzept Arbeit bei uns verwurzelt ist. Und was ich euch damit zeigen möchte, ist, es ist eine kulturelle Frage, die wirklich das Wohl und Wehe von Europa entscheiden wird über sozialen Frieden oder Unfrieden über ein glückliches Leben frei von Mangel und Furcht. So, jetzt muss ich da ein bisschen zur Seite gehen, da seht ihr, was da steht. Nämlich Kruzifix, schon wieder kapiert da, und das zeigt sozusagen auch in diesen Figuren entlang der Straße. Da habe ich übrigens hunderte fotografiert und ich bitte euch wirklich, wenn ihr eine seht, dann, oder ihr selber wahrscheinlich gemacht habt, dann fragt euch, warum sie so ausschaut, wie sie da ausschaut. Also immer mit dem Thema Arbeit verbunden. Was auch damit verbunden ist, es wird immer gezeigt bei dem Thema Alkohol, Drogenmissbrauch oder sozusagen die dunkle Seite der Arbeit. Und das ist ziemlich interessant. Ja, jetzt komme ich dann zu dem Thema, das ist eigentlich ein bisschen mehr für das Thema Infrastruktur und Immobilienentwicklung. Drum werde ich es nur kurz streifen, ist aber in Wirklichkeit ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil vorher die Frage war, soll ein Ort am Land entstehen? Wie gesagt, ja, sehr gerne, aber wie kriegst du da wen hin? Und was musst du erzählen, dass junge Talente oder ältere Talente, ein guter Mix an Menschen da hinkommt an diesen Ort? Und da kann man von der Stadt Kalkata einiges lernen. Die Stadt Kalkata, sieht man, ist industriell also nicht recht gut bestückt, ist circa 60 Kilometer von Rom weg und eigentlich schwer zu erreichen, weil ja, Straßenzugänglichkeit nicht so gut gegeben ist. Also liegt nicht neben der Autobahn. Und sie liegt, wie gesagt, neben Rom in Italien, und in Rom ist die ewige Stadt, die Stadt des Reichtums, die Stadt der Macht, der Religion, die tausendjährige Stadt. Und wie hat es Kalkata geschafft, dass man doch in dieses beschauliche Dorf Millionen von Menschen bringt. Und das hat was zu tun mit, finde ich, einem klugen Schachzug, mit Storytelling. Und die Stadt Kalkata hat nämlich was Besonderes. Sie verwaltet eine Reliquie, und diese Reliquie, ich hoffe, ihr seht es, bei mir ist jetzt der Greenscreen ausgefallen, aber ich glaube, es geht schon wieder weiter. Die Stadt Kalkata verwaltet eine Reliquie, nämlich eine der heiligsten. Sie haben sich überlegt, wie kann ich Menschen anlocken zu uns und wie kann man von diesem Tourismus leben, der Pilger.
Und Sie haben das Konzept der Reliquien genommen und ihr kennt es wahrscheinlich. Eine Reliquie ist dann besonders wertvoll, wenn sie von einem besonders Heiligen kommt. Und diese Reliquie wird in einer sogenannten Monstranz einmal im Jahr oder öfter in ein Fest vor sich hergetragen. Pilger kommen, schlafen in Hotels, zahlen da ein. So. Und die in der Stadt, in dem Dorf Kalkata, wird die sogenannte heilige Vorhaut verwahrt. Und das Konzept ist ganz einfach. Diese Geschichte stammt nicht von mir, darum traue ich mir es ohne Schmunzeln auszusprechen. Jesus war ja am Anfang Jude. Juden werden beschnitten. Dann ist er bei Christi Himmelfahrt sozusagen in den Himmel aufgefahren. Und was ist überblieben? Genau, die Vorhaut, und diese heilige Vorhaut wird da verwahrt und bringt Millionen von Menschen dahin zu pilgern. Warum ich euch das erzähle, ist eigentlich, weil ich es sehr interessant finde und weil sie die Frage von komplexen Businessmodellen stellt. Also wenn ich mir vorstelle, wie wir kompliziert technologische Produkte erzeugen, und mein Kalkata mit einem Storytelling eigentlich Millionen von Menschen dahinlockt, dann frage ich uns immer wieder und euch, was ist eure heilige Vorhaut in eurem Ort, in eurem beruflichen Umfeld, wie und was müssen wir erzählen, damit wir zu einer Geschichte kommen, dass Menschen nach Ordnung am Haus kommen? Was macht den USB aus? Und was diese Geschichte auch zeigt, und die heilige Vorhaut ist sicher ein Nischenprodukt, aber was sie auch zeigt, die heilige Vorhaut wird 6-mal in der Welt behauptet, dass sie verwaltet wird. Das zeigt, also ein guter Patentschutz ist auch möglich. So, jetzt hüpfe wieder weiter. Und hast du eine Frage? Ja, genau. Wie stehst du zu dem bedingungslosen Grundeinkommen? So, Entschuldigung, bin nur kurz ausgetreten, um einen Schluck Wasser zu holen. Also ehrlicherweise bin ich zu keinem Abschluss gekommen. Ich kann nur Folgendes feststellen, dass es pro und contra wahrscheinlich gute Punkte gibt, aber dass ich persönlich glaube, dass es nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, um ein Konstrukt wie dieses herbeiführen zu müssen. Das ist mein persönlicher Glaube. Und ja, das scheint mir so zu kommen. Danke. Dann nur die Frage, wie kann 2020 so etwas wie das Kaufhaus Österreich, also die neue Plattform, überhaupt passieren? Ja, da bin ich die falsche Ansprechperson. Ich heiße Chris Müller und nicht, wie heißt der Mara, fällt mir da vorne mal, aber der Wirtschaftskammerpräsident. Also ich weiß das nicht, habe mich damit ein wenig befasst. Passieren kann alles, aber es scheint mir natürlich nicht ganz durchdacht gewesen zu sein. Und ja, aber vielleicht darf ich meine persönliche Haltung zu dem Thema kundtun. Ich kümmere mich ehrlich gesagt weniger um andere, sondern wir schauen, dass wir unsere Dinge vorankriegen. Da gibt es 1000 Kritikpunkte, die alle richtig sind. Aber in unserem Mindset, wir versuchen sozusagen die Dinge voranzutreiben und möglichst wenig. Also ich mag mich wenig mit den Fehlern der anderen aufhalten, außer dass man daraus lernen kann. Aber Dinge passieren. Also jetzt bin ich da nicht dafür. Aber für mich ist es keine große Katastrophe. Ja, es ist so, wie es ist. Und dann nur Frage. Lieber Chris, digitaler Humanismus, was bedeutet das konkret für dich? Und was sind die Herausforderungen diesbezüglich? Ja, die Herausforderung für mich ist ganz sicher, dass diese technologische, diese Geschwindigkeit, die da passiert im technologischen Fortschritt, dass man der Herr wird, dass man die formen kann und dass man nicht immer nachhinkt. Und digitaler Humanismus bedeutet für mich, dass man eigentlich die Innovationen, die man so gebiert als Gesellschaft, als Zivilisation, für die Menschen einsetzt und nicht für einen zum Beispiel Raubtierkapitalismus. Aber es gibt
durch die Technologie unendlich gute Möglichkeiten, den Menschen zu helfen. Und ich glaube, das muss ja das Größte für einen Menschen sein, weil das Konzept der Solidarität, dass der Große dem Clan hilft, der Junge dem Alten und der Alten dem Jungen und der Gesunde dem Kranken oder der Kranken, das ist eigentlich das Größte. Und wenn man da mitwirken kann, dann glaube ich, macht das auch sehr glücklich. Und das bedeutet für mich digitaler Humanismus, nämlich das Eintreten für andere und die Erfindungen zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Also Social Entrepreneurship. Dann nur eine Frage. Ist es für dich vorstellbar, dass die Anzahl der Jobs im industriellen Produktionsbereich, also Föst und so weiter, durch Jobs im Innovationsbereich aufgefangen werden können? Bei der Tabakfabrik ist es ja zumindest zahlenmäßig gelungen. Also ehrlich gesagt, wenn ich bei der Tabakfabrik anfangen darf, wir sind sogar mehr Menschen, mittlerweile fast doppelt so viel wie am Ende, also bei der Schließung der Tabakfabrik waren 348 Menschen noch am Areal. Vor der Industrialisierung in der Tabakfabrik waren es 1000, wir sind jetzt 1850 Menschen am Areal. Was man aber fairerweise dazu sagen muss, und das glaube ich betrifft die Industriejobs auch, das sind nicht mehr dieselben Arbeiter und Arbeiterinnen, die darin gearbeitet haben, sondern eine völlig neue Arbeitswelt mit völlig neuen, Anführungszeichen, Mitarbeiterinnen und Kollegen. Das heißt, ob man diese Industrie auffangen kann, bin nicht der Experte, glaube ich aber nicht. Aber was halt wichtig sein wird, jene Menschen zu befähigen, die den Job verlieren, in neue Berufe einsteigen zu können. Und vielleicht nehme ich meine Großeltern. Meine Großeltern waren halt täglich unter Tage und die haben Hände gehabt, die sind so riesig gewesen, wie halt Schaufelflächen. Und die sind natürlich für einen Laborjob, jetzt plakativ gesagt, ungeeignet und dann fehlt es natürlich an Know-how. Aber sozusagen die Befähigung von Menschen, neue Jobs, neue Industrien zu lernen oder also nicht durch ein in die Arbeitslosigkeit zu kommen und in die sinnlose Tätigkeit und sich die Sinnfrage zu stellen, das müsste man verhindern, ist auch ein Auftrag, finde ich, an euch, an die Sozialdemokratie, dafür einzutreten, dass man da Bildungskonzepte fährt, entwickelt und ja, das wird das große Ringen um die Zukunft sein. Dann danke, Enstwell. So, sehr gerne. Also wir starten sozusagen jetzt mit dem nächsten Slide aus der Postmoderne. Also wir sind nicht mehr modern, sondern wir sind schon dahinter. Und die große Frage wird sein, und da passt diese Frage jetzt im Anschluss dazu, wie wird die neue Moderne ausschauen? Welches Bild projizieren wir gemeinsam sozusagen auf die andere Seite der Brücke und wie wird die Brücke ausschauen? Und dieser Weg sozusagen, der muss jetzt begangen werden, aber das müssen wir gemeinsam machen. Und diese große Vision, die muss jetzt nicht nur angstvoll sein, sondern man kann sie gemeinsam fragen, wie schaut denn diese Vision aus? Und da gibt es eine Zeit von gestern noch morgen, und die heißt sozusagen die Proto-Moderne. Und in der Proto-Moderne findet, da bin ich zu Hause und viele, viele Unternehmer und Unternehmerinnen, viele Kreative und Innovateure, weil in Zeiten, wo es sozusagen noch nicht ganz sicher ist, wo es keine Deutungshoheit gibt, wo es hingeht, sind Kreative besonders wichtig, die Kreativwirtschaften besonders wichtig. Und wieder geht es sozusagen darum, einen neuen Weg zu finden. Und das ist auch die Aufgabe der Tabakfabrik als Ganzes, finde ich. Also es gibt ja viele Mieter, die haben bei uns Büros und kümmern sich logischerweise um ihre Belange, aber auch um eine gemeinsame Community. Aber für die Stadt Linz und für uns selber, glaube ich, schon die große Frage, wie können wir dazu beitragen, in eine neue Moderne zu kommen und wie können wir, wie mein Sohn gesagt hat, die Wiege der Protomoderne zu sein. Dieses Bild da hinten ist eine Allegorie, ein Sinnbild. Man sieht sozusagen das Jesuskind in der Krippe liegen und mein Sohn, der ist jetzt gerade oder wird bald 14 und ist doch schon 10 Jahre oder so aus. Da war ich mit ihm in Christkindl bei Steyr und es schneit und also ein wunderschöner
Adventstag, wie man sich das so vorstellt. Und dann hat er mir was gefragt, das eigentlich meine Denkensart nur mal massiv erweitert hat. Nämlich er hat in die Krippe geschaut und er hat mich gefragt, Papa, warum hat der einen Draht im Kopf? Und das, was sie jetzt ein bisschen ja, zum Schmunzeln anhorcht, ist aber eigentlich eine völlig korrekte und gedankenerweiternde Frage. Weil jeder von uns, ihr vielleicht auch glaubt oder habt glaubt, dass dieser Bogen da oben ein Heiligenschein ist, weil uns diese Kultur, dieses Bild immer weiter gegeben worden ist. Und wer das nicht weiß, stellt die Fragen anders, und das habe ich von meinem Sohn gelernt, wie er gefragt hat, warum hat der ein Draht im Kopf? Also er hat nicht gewusst, dass es ein Heiligenschein ist, er hat vermutet, dass es ein Draht im Kopf ist. Und diese große Frage sollten wir uns alle stellen. Also jeder, der glaubt, in seinem Job Bescheid zu wissen, glaubt sozusagen, dass das ein Heiligenschein ist. Und was ich damit sagen will, ist, die Themen, die auf uns zukommen, diese neue Industrie, braucht andere Denkarten, andere Ausspielungswege, und wir brauchen andere Kolleginnen. Wir dürfen nicht immer dieselben sein, die die Fragen beantworten. Es dürfen nicht immer dieselben sein, die am Tisch der Mächtigen sitzen. Wir brauchen Junge und Alte von den verschiedensten Altersgruppen, Kompetenzfeldern, um Fragestellungen der Zukunft lösen. Und müssen in Kollaboration diese Fragen und Lösungen erarbeiten. Und das stellt uns natürlich in Österreich, wo das doch alles hierarchisch geprägt ist, in der Firma, in der Schule, im Kindergarten, vielleicht noch nicht so, aber auch vor Herausforderungen, weil wir eine ganz andere Fehlerkultur brauchen in diesen Räumen, in den Industrien, in den Bildungseinrichtungen. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Chef und Angestellten. Wir müssen an gemeinsamen Dingen arbeiten und da müssen sich die Parteien, glaube ich, anpassen, sonst werden sie weggefegt und weggespült, weil ohne Gemeinsamkeit, ohne Kollaboration wird das nicht mehr funktionieren. Ein klassisches Bild der Arbeit sieht man hinter uns, den Kollegen Sisyphos, und auch die Götter haben schon gewusst vor ein paar tausend Jahren, dass sinnlose und schlecht bezahlte Arbeit, so wie beim Kollegen Sisyphos, wirklich die Verdammnis ist, und wir sollten sich wirklich überlegen, was kann Arbeit sein, die man wirklich, wirklich gerne ausübt, welche Arbeit hat einen Sinn für die Gesellschaft und wie kann man praktisch von dieser Arbeit leben. Und das ist der große, entscheidende Punkt aus meiner Sicht, und ein Ansatzpunkt ist, den die Tabakfabrik gewählt hat, wir wollen arbeiten wie Gott in Frankreich. Das heißt, die völlige Vertiefung, der kollaborative Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, eine tolle technische und digitale Infrastruktur, aber auch dann die Kunst, die Forschung, die Wissenschaft und die Muse dazu. Und das braucht man dann natürlich auch neue Formen vom Stempeln und Arbeitszeitmodellen und vielen anderen Fragen, die da mitspielen. Das heißt, das ist auch wieder ein komplexes Thema, alleine dieser Punkt. Wann die dann die Muse küsst, dann musst du am besten schnell in die Grand Garage, oder kannst du schnell in die Grand Garage, zumindest bei unserem Areal laufen, die Innovation schnell umsetzen. Also nicht lang in Hierarchien nach oben gehen, sondern du brauchst ein Team, du brauchst Materialien, du brauchst Werkbänke und Räumen, wo das schnell ermöglicht ist. Und das erprobt die Tabakfabrik Linz. Und es würde mich eben freuen, wenn dieses Modell des kollaborativen, des wirklichen Zusammenarbeitens Schule machen kann und sozusagen in der Gesellschaft immer mehr Anklang findet. Jetzt habe ich mir selbst das Stichwort geliefert, Schule. Erfreulicherweise das Fadinger Gymnasium nutzt die Räume der Tabakfabrik schon als externes Klassenzimmer, als fliegendes Klassenzimmer. Die Kinder, die Schüler fotografieren bei uns, die schauen sich bei der Firma Haradech die 3D-Drucker an, sie erproben neue Technologien, gehen coden. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, das wäre ein Schulmodell, wie es ich immer gern gehabt hätte. Also nicht ein Modell, was auf dem herumtrampelt, was man nicht kann, sondern eben das fördert, was man sehr gut kann. Und deshalb liebe ich die Grand Garage so sehr und bin überzeugt davon der Konzeption der Tabakfabrik. Übrigens, diese Orte der Innovation werden, habe ich schon erwähnt, nicht nur in
Oberösterreich oder in Linz oder am Land oder in anderen Bundesländern mehr, sondern in ganz Europa. Und das Ziel ist, diese Orte der Arbeit und der Innovation zu verbinden in ein Netzwerk. Ihr seht jetzt hinter mir die Hansestadt Lübeck in einer alten Darstellung. Lübeck war ja sozusagen ein Hansestadt, ein Handelsknoten. Und warum mir das so wichtig ist, sozusagen, da hat es ja verschiedene Städte gegeben, die haben sie auch zusammengetan, eben mit diesem Hanseverband. Und Lübeck ist natürlich die Geburtsstadt meines politischen Heldens, nämlich Willy Brandt, darum habe ich das genommen. Und es soll zeigen, dass die Orte der Innovation sich verbinden müssen. Und man sieht da vom Weltraum aus ein paar leuchtende Punkte. Das sind vielleicht die bestgehendsten Orte der Welt momentan. Vielleicht sieht man da links jetzt auch die Tabakfabrik oder rechts von mir oben leuchten, aber in Wirklichkeit sieht man jetzt sehr gut, wenn man sie nicht zusammentut und diese Orte, die Innovation verbindet, und da meine ich über Bezirksgrenzen hinaus, über Grenzen von Ländern hinaus, Europa verbinden, ja, Kontinente verbinden, also echt internationalisieren, dann glaube ich, wird der Ort der Innovation schnell erlöschen, auch wenn er einen Höhepunkt gehabt hat, weil der Austausch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Das heißt, die große Herausforderung wird neben vielen anderen auch sein, dass die Menschen beweglicher werden, neue Infrastrukturen begehen werden, aber die Orte natürlich starr bleiben. Und wir brauchen neue Modelle, dass man von Ort zu Ort geht, wie früher die Dombauer oder eben die sogenannten Digital Natives oder wie früher jene Leute, die auf Walz und die Belegung sind. Also das ist auch kein neues Phänomen, aber das wird eine Gesellschaft leisten müssen. Auf der einen Seite, dass man so ein Membership-System hat, wo man zwar in der Tabakfabrik Miete zahlt, aber mit dieser Miete auch andere Orte beteiligt werden, wie am Städten Wien oder Cape Town oder wo immer, oder natürlich auch in anderen europäischen Ländern. Und es wird der Tag kommen, und das sage ich jetzt voraus, wo diese Form von einem Lernen in verschiedenen oder an verschiedenen Innovationsorten in Europa, wo man dafür ein Zeugnis kriegt, wo es neue Berufe herausbilden. Und das Feine daran ist, unsere Kinder und Kindeskinder werden Europa besser kennenlernen, werden die Menschen in Europa besser kennenlernen, werden Grenzerfahrungen abbauen, werden Ängste abbauen, man wird verschiedene Sprachen lernen oder es wird eine neue Sprache gebildet. Und das ist sozusagen für mich das Positive, weil Menschen zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg. So, wenn jetzt eine Frage kommt, weil jetzt fliege ich in die Tabakfabrik, dann nehme ich noch einen Schluck Wasser. Ja, eine Frage hätte ich da noch. Und zwar, wie soll digitaler Humanismus in Zeiten von Neoliberalismus umsetzbar sein? Naja, das ist ja natürlich die Frage, die sich immer stellt. Das ist ja nicht Gott gegeben, sondern das ist ja die Frage, wie wir als Gesellschaft uns das erkämpfen, erstreiten, fordern. Und da ist natürlich jeder und jede aufgerufen, sie da einzubringen. Und also Neoliberalismus ist ja keine gottgegebene Angelegenheit, sondern die Zeit wird kommen, wo es ein anderes gesellschaftliches Konzept gibt. Und wir sollten alles dafür tun, dass es ein besseres gibt und kein schlechteres. Das war es einstweilen mit den Fragen. Danke für die Frage, das hat mir sozusagen erlaubt, einen Schluck zu trinken. Also ich stehe jetzt sozusagen über der Tabakfabrik und jetzt tauchen wir in die Tabakfabrik ein. Falls das für euch noch interessant ist, oder bitte einfach mir zu sagen, ob ich da weitermachen sollte oder ob wir was anderes vertiefen. So, nachdem ich nichts höre, fahre ich einfach fort und sage euch jetzt die Geheimnisse der Tabakfabrik und sage euch momentan die wichtigsten Geschäftsfelder, die sich eigentlich sozusagen aus den Teilmärkten der Kreativwirtschaft speisen, und alles mit allem ist verbunden, sozusagen als Querschnittsmaterie zum Thema Digitalisierung, Industrialisierung und Innovationen. Wir haben momentan 250 Organisationen am Areal aus Vereinen, EPUs, KMUs, große, kleine Firmen,
also wirklich sozusagen mehr oder weniger alles, was momentan möglich ist am Markt, ist bei uns auch vertreten. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Und wir kuratieren, und ihr seht hinter mir ein Mapping, das sieht man nicht so gut, also ich hoffe, ihr seht es besser. Man sieht ein Mapping sozusagen von verschiedenen Industrien, und wir haben sehr, sehr genau geschaut, was soll die Tabakfabrik werden und wie könnte man das kuratieren, dass dieser Ort ein Ort der Innovation bleibt, dass es nicht ständig Mieter kommen, die dasselbe einbringen, sondern Mieter hereingekommen, die helfen, die Gemeinschaft sozusagen wachsen zu lassen. Das haben wir gemacht, und jetzt bin ich nicht nur bei den 12 Schlüsselrollen einer Entwicklungsökologie, sondern glaube bei dem Schlüssel generell von Zusammenleben. Jetzt gehen wir mal kurz aus dem Bild, und ihr seht jetzt eine weinrote Schleife und eine blaue Schleife. Und diese Schleifen ergeben gemeinsam eine Nacht, und in einem klassischen Hub wäre eigentlich die blaue Schleife oder sozusagen der blaue Teil nur gegeben, nämlich Menschen, die Startups, die Innovationen haben, die am Markt gehen wollen, treffen Menschen mit Kapital, sie steigen, sie skalieren ihr Business und dann sind sie weg. Und das wollten wir nicht. Und wir haben sozusagen einen ausgewogenen Teil gesagt, also kuratiert und haben von den Passionierten über die Gescheiterten, über die Idealisten, über die Herrscher, über die Verwaisten, über die Kämpfer und über die schöpferisch Tätigen sozusagen 12 Schlüsselakteure benannt. Und das ist sozusagen eine prototypische Folie, eine Blaupause, die wir aber immer abfragen, und zwar sehr ernsthaft in einer Netzwerkanalyse. Und wir schauen immer, dass ein ausgewogenes Verhältnis da besteht. Und wir fragen so im anderthalb Jahresrhythmus immer unsere Mieterinnen, wen braucht ihr jetzt am Areal, damit ihr wachsen könnt? Was vermisst das Areal? Was sollte kommen? Und manchmal ist eben Risikokapital, aber jetzt bei der letzten Auswertung, und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend, sind es die sogenannten Kümmerer. Also Menschen, die Seele einbringen, die nicht nur Essen ausgeben, sondern die fragen, du, wie geht es eigentlich deinen Kindern, wie geht es deiner Frau, wie geht es dir? Mentoren, das IMS ist zum Beispiel reinkommen, die Volkshilfe ist reinkommen. Also neue Mieter, die sich nicht nur um das eigene Business kümmern, sondern um die Gemeinschaft. Und das wird von den Mietern ausgewählt, das kuratieren wir dann, und dann schauen wir, dass die fehlenden Teile reinkommen, und dann fragen wir wieder ab und sagen so, und was braucht ihr jetzt? Und so gehen wir weiter, und so entsteht ein Organismus, eine Innovationsökologie, und das ist in Wirklichkeit der Schlüssel zur Tabakfabrik. Und diese Herangehensweise kann sich eigentlich jede Organisation, jede Partei, jeder Verein einmal anschauen, weil die wirklich sehr, sehr fruchtbar ist. Sonst werden immer nur die üblichen und die verdächtigen genommen. Wir brauchen aber jene, die ein bisschen stören, die ein bisschen nerven, weil die sozusagen das Neue mit reinbringen. Wir brauchen jene, die ganz andere Ideen haben, die sagen, was ihr erzählt, stimmt überhaupt nicht. Also die werden kuratiert und nicht draußen gelassen, sondern reingeholt. Also Widerspruch und Kritik ist da ein Teil des Erfolgsrezeptes. So, jetzt verlässt mir meine Stimme schon langsam, ist aber nicht Covid-19, aber ich werde mir dann gleich testen lassen vom Andi List, der da hinten steht. Der hustet aber selber schon. So, jetzt fliegen wir zu der Tabakfabrik, und jetzt seht ihr hinter uns, was da passiert, nämlich wir sind der erste kollaborative Konzern. Unser Haus war eine Fabrik, bleibt eine Fabrik. Seit 350 Jahren wird an diesem Standort industriell produziert. Erst Textil, dann der Tabak und jetzt eben Kreativität. Und da, wo früher die Zigaretten produziert worden sind, rauchen jetzt die Köpfe von kreativen Menschen. Und dieser Produktionsprozess, den man da hinten sieht, hinter mir erscheint, wie die Tabakwaren sozusagen erstanden sind, so haben wir gesagt, wie entsteht Kreativität? Und wir wissen, Kunst, Forschung, Wissenschaft, Philosophie und Ethik, die Kultur und die Kreativwirtschaft, die Handwerk und die Industrie, die Darstellung und die Bildung und Ausbildung, das sind ganz wesentliche Bausteine einer Entwicklungsökologie, und diese Branchen, diese
Teils Backtrends an bei uns zu finden und die fördern wir und das Ziel ist, diese zusammenzubringen und daraus eben den ersten kollaborativen Konzern der Welt zu formen und das hat eigentlich ziemlich für Furore gesorgt. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder, weil man ja jetzt also nicht aufgrund von Covid durch die Tabakfabrik gehen kann. Wir haben Kunst herinnen. Wir haben Fotografie herinnen, das ist ein wichtiger Teil. Wir haben die Fashion and Technology herinnen, die Mode und Technologie verschmelzen lässt. Wir haben die Spieleindustrie herinnen. Wir haben natürlich die klassischen Startup-Themen herinnen und auch die Räume dafür. 3D-Drucker, die Grand Garage, Begegnungsorte, die Strada del Startup, also auch verschiedene Player mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Funktionen sind da gemischt. Also wir sind wirklich kein Cluster. Wir sind eine Ökologie, wo ständig was Neues passieren soll. Und wir wachsen an bis zu 3.500 Menschen, die hier am Areal sein werden, täglich arbeiten und dann natürlich nur die Zulieferer, die Besucher und Besucherinnen. Und hinter mir seht ihr, und das ist ganz, ganz wichtig, die Bildung und Ausbildung der Jüngsten. Man sagt immer so schön plakativ, das ist sozusagen die Zukunft der Gesellschaft, aber genau so ist es. Es ist so plakativ wie richtig und wir sollten alles tun, um unsere Jungen zu ertüchtigen, um ihnen als Vorbild in Wirtschaft, zu Hause, im Leben als Vorbild zu dienen, um auch eine neue Kultur zu leben, nämlich wirklich von Teilen und von einem Einsatz zur Gesellschaft. Das ist, glaube ich, sind wichtige Punkte. Wir haben Coda-Ausbildung bei uns am Areal und wir haben sozusagen wunderbare Räume, wo man sich austauschen kann, wo man gemeinsam feiern kann, wo man was testen kann. Also diese Orte der Zusammenkunft, wo fast auf magische Weise Innovation passiert, ist sehr, sehr wichtig. Hinter mir sind jetzt zwei Magazinteile, die so knapp 18.000 Quadratmeter wieder mehr also am Areal an Räumen bringen und die wir bereits im nächsten Jahr übergeben werden. Die Hälfte wird an die klassischen Künste, an Maler, Malerinnen, Kreative aller Art gehen. Und dann gibt es sozusagen ein Studio, ein Labor, einen fast einen schulartigen Bereich, der dort entsteht. Und dazwischen natürlich wieder ein Bereich, wo man sie trifft und wo man sie austauscht, wo Menschen zusammenkommen, auch ein bisschen kollidieren und nicht sozusagen immer mehr von denselben sind. Also wir sind sowas wie ein kybernetischer Kreislauf, wo man sie trifft, wo man Räume sie teilt, wo man zusammenkommt, um gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Und das ist das Spezielle an der Tabakfabrik. Wenn man die Räume hat und die Kolleginnen, braucht man natürlich auch also Pinsel, Werkzeuge, Blöcke, feinste Utensilien und Artikel aus dem kreativen Bereich. Und das haben wir hier mit der Firma Gerstecker. Wir haben Argentinien, das war ja bei Maradona-Tod, Verzeihung. Wir haben Agenturen, wir haben Fahrradwerkstätten am Areal, Druckereien, Raum für Experimente, Raum zum Zuhören und ganz, ganz wichtig, Raum zum Feiern. Und jetzt sozusagen an die Genossen gesprochen, Genosse, Genossin kommt ja vom althochdeutschen Genoze, also gemeinsam genießen. Und man kann also nur Genossin oder Genossin sein, wenn man gemeinsam genießt und genießen tut man gemeinsam, wenn man zusammenkommt, wenn man gemeinsam feiert, wenn man gemeinsam was schafft, wenn man gemeinsam sich für was einsetzt. Das ist sozusagen der Genuss. Das macht uns zu Genossen und Genossinnen und formt uns zu einer Genossenschaft. Und das ist also schon die Tabakfabrik, ist eine Form von neuen Kumpeldum, eine neue Genossenschaft, wo Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Hinter uns sieht man dann noch, wir sind auch an der Bühne, Resonanzraum, Raum für 3D-Drucker, für Veranstaltungen, für neue Technologien und für Festivals und natürlich für Sport. Also diese Energie von Sportlern ist sehr, sehr wichtig am Areal. Kurzum, es ist beinahe unglaublich, aber es ist wirklich so, all das findet bei uns statt. Und jetzt sieht man sozusagen den Bauteil da hinten in orange-rosa eingelegt, der bald verschwinden wird. Und da entsteht jetzt um 190 Millionen Euro eine Infrastruktur zum Leben. Also bis jetzt ist nur rein Arbeit am Areal, aber jetzt kommen Wohnungen, Restaurants,
wenn wir es hinkriegen, ein Teil einer neuen Bildungsoffensive. Ein Hotel wird wichtig sein, ein Boardinghaus für Menschen, die international tätig sind, aber dann bei uns ein paar Monate bleiben wollen, eine neue Form von Büro und auch ein großes und weites und sichtbares Zeichen. Das alles ist die Tabakfabrik und die Tabakfabrik ist irgendwie hoffentlich eine Modellfabrik für eine kollaborative Gesellschaft und vor allem für eine Gesellschaft, die mit Wagemut, Spaß und Innovation für was eintritt. Und ja, das ist sozusagen das, was uns da herinnen beflügelt. Und mir ist nicht Angst und Bange, weil ich sehe, dass die Jugend ein Teil der Lösung ist und sicher nicht des Problems. Und unser Leitspruch ist, come on, baby, light my fire. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke, Chris, für deinen Input und auch für die kleine Führung auch durch die Tabakfabrik. Sind da gleich noch zwei Fragen zur Tabakfabrik gekommen. Und zwar, welche Möglichkeiten der Exkursion in die Tabakfabrik gibt es? Also im Normalfall, demnächst wieder, hoffen wir, kann man eigentlich sehr einfach, wann war das die Frage Exkursion, oder? Ja. Ja, also ihr seid alle sehr, sehr herzlich willkommen. Es ist uns eine große Freude, euch durchs Areal an den Mietern vorbei und zu den Mieterinnen und zu den Innovationen zu bringen. Also es gibt bei uns eine Homepage und auf der Homepage gibt es einen Punkt mit Führungen. Da schreibt man hin, das ist die Kollegin Jennifer Vukovic, die ist sehr freundlich, sehr kompetent. Die wird sie einladen und dann wird man verschiedene Schwerpunkte festlegen, wie zum Beispiel Architektur oder Stadtentwicklung oder neue Technologien oder Kunst und Kultur, dann werden diese Führungen zusammengebaut und dann kann man zu uns kommen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir hoffen, dass ihr rausgeht und Botschafter und Botschafterin der Tabakfabrik seid und uns damit helft, sozusagen diese Kultur nach außen zu tragen. Dann nur eine zweite Frage. Sind die Old Economy Firmen auch in der Tabakfabrik, um vom Innovationsspirit der Tabakfabrik zu lernen? Ja, sind viele da, ist ein Teil, sozusagen, glaube ich, des Erfolges, weil viele von dieser Kultur, die doch schneller ist, hierarchisch anders geprägt, andere Fehlerkultur, vielleicht ein bisschen wagemutiger und extrovertierter, was mir persönlich auch ein bisschen zugutekommt. Also bei uns soll man auch ruhig ein bunter Vogel sein, deswegen glaube ich, kommen viel. Aber Lernen ist ja sozusagen eine Wechselbeziehung, aber wir lernen sozusagen von dieser Old Economy ja genug. Also da sind richtig fantastische Menschen dabei mit einem großen Know-how. Also es wäre sozusagen sehr hochnäsig zu glauben, dass wir nur ihnen was lernen können, sondern man muss schon begreifen, dass das eine Wechselbeziehung ist, dass man von den Alten und der Old Economy sehr viel lernen kann. Und letzte Frage noch. Welche Kompetenzen wird es in Zukunft für die neuen Formen des Arbeitens brauchen? Also ich glaube, ich bin ja heute sozusagen in der Metaebene durchgeritten durch das Areal und durch Raum und Zeit mit euch. Aber was man, glaube ich, schon braucht, ist eine Offenheit, einen liberalen Geist. Ich glaube, man tut sich sehr viel leichter, wenn man Menschen mag, wenn man auf Menschen zugeht, wenn man wissbegierig ist, wenn man Teil einer Lehrer oder Lehrerin ist, in dem Sinne, dass man ja auch von jedem was lernen kann, den man trifft am Areal, wenn man kollaborativ veranlagt ist, wenn man diese Kultur gern mag. Und es ist schon, glaube ich, ein sehr unternehmerischer Zugang. Und unternehmerisch finde ich im allerpositivsten Sinne. Ich finde es sehr schade, dass sie die Sozialdemokratie
diese Schaffenskraft, diese Innovationsfreude das wegnehmen hat lassen in einen Diskurs oder sie das selber nicht dafür interessiert hat, weil, glaube ich, das Emanzipatorischste, was man machen kann, ist, dass man Menschen erzieht und Menschen ertüchtigt, auf den eigenen Beinen zu stehen, für andere einzutreten, solidarisch ist, aber eine unheimliche Freude hat bei der Verwirklichung seiner Träume. Dann sage ich danke, dass du die Fragen beantwortet hast und danke an alle, die Fragen gestellt haben. Und ja, ich glaube, die Stunde mit dir ist so schnell verflogen. Danke für deinen coolen Input und dass du da dir heute Zeit genommen hast für uns. Darf ich übergeben zum Erich? Ja, danke Bianca. Lieber Chris, du hast uns ja heute echt deutlich vorgeführt, wie zu Arbeit und Identität, Lebensstil und Kultur sozusagen eine Einheit eigentlich bilden. Und sozusagen dort, wo die Arbeit fehlt, oder die Arbeit sich stark verändert, hat sie die Identität verändert, oder wo Arbeit überhaupt fehlt, sozusagen, wie tut man auch sozusagen in einer Gesellschaft, wo die Arbeit ausgeht. Wir haben in Südeuropa bis zu 50% Jugendarbeitslosigkeit. Wie schafft man es, dass man dann auf der einen Seite diese Menschen wieder hereinbringt, in eine identitätsstiftende Möglichkeiten in der Gesellschaft bietet und auf der anderen Seite sozusagen, wie schafft man es auch, dass man sozusagen, wie es ihr das so mit einer fast Leichtigkeit zusammenbringt, dass du unterschiedlichste Menschen, Technologien, Zugänge, Kulturen aufeinandertreffen, aber trotzdem sehr harmonisch miteinander funktionieren. Was muss man tun, dass bei den Menschen, die oft da ganz große Barrieren haben, da über diese Denkspalten drüber zu hupfen, wie kann man Menschen befähigen, das zu erlernen oder mit dem umgehen zu lernen und ohne Angst davor zu haben? Ja, ich glaube, das ist das tägliche Erproben. Also da ist ja niemand gefeit, also man selber nicht und niemand anderer, dass man Klischees hat oder dass man Barrieren hat oder dass man Dinge kann. Und wenn man es nicht kann, dann mag man es nicht unbedingt zeigen, sondern man mag natürlich mit dem brillieren und glänzen, was man kann. Aber wenn man eine gute Gemeinschaft ist, dann lernt man doch in einer Kultur, dass man die Dinge so benennen kann und sich so zeigen kann, wie man ist. Ich glaube, das gilt auch vor allem oder geht auch dadurch durch eine gewisse Vorbildfunktion im Wortsinn. Also es gibt Menschen, die dir das vorleben, vorzeigen. Dadurch tust du schon leichter. Und das liegt also wieder an dieser Kumpelschaft, an den Kumpanen da vor Ort, an diesen neuen Bergleuten, an diesem Stand der Kreativen. Und diese eigene Kultur, die sie da bildet, die ist schon sehr anziehend. Und ich kann nur jeden, vielleicht ein bisschen anmaßen, aber einen Tipp kann ich schon mitgeben, hereinzukommen zu Führungen, ein kleines Büro anzumieten oder einen Schreibtisch einmal, der ja ganz wenig kostet, vor allem für Organisationen, das, glaube ich, tut schon sehr gut. Also man muss ja nicht immer was einbringen, man kann einmal zuhören und zusehen und zu schauen, wie die Arbeitswelt sich entwickelt, weil wenn man dann täglich vor Ort ist, erlebt man das, kann dann selber was einbringen. Also mein Bitte oder mein einziger Tipp, den ich euch, der Sozialdemokratie sozusagen und anderen Organisationen ergeben kann, ist, in die Fabrik kommen, schauen, wie man da mitleben kann als Organisation, als Individuum und dass wir gemeinsam voneinander lernen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Tipp. Ja, Chris, ich hätte noch viele Fragen, aber ich denke mal, es muss auch einen Rand haben. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns einmal ganz viele Gedankenanstöße gegeben hast. Und ich bin da ganz bei dir, dass es der Sozialdemokratie gut täte, sich zu bewegen und zu schauen über den Tellerrand und zu schauen, wie viele tolle Dinge es rund um uns gibt und wenn wir uns öffnen und diese Kreativität selber auch wieder spüren und leben, vielleicht auch, indem man wieder mal spielen selber lernt, also selber auch sie
in Verhaltensmustern begibt, die man als Kind vielleicht schon dann abgelegt hat, aber ich glaube, so dieser Rückspruch war für die Sozialdemokratie oft eine ganz wichtige Erfahrung, um einfach wieder den Mut zur Öffnung zu haben und zum Neuen und zur Innovation und auch den Mut der Auseinandersetzung mit den Dingen, die auf uns zukommen, weil sozusagen, solange wir wie der Hase vor der Schlange sitzen, werden wir nicht das erreichen, was wir eigentlich als ursächliche Aufgabe haben, nämlich Gesellschaft zu gestalten und so zu gestalten, dass Menschen darin ein gutes Leben finden, Glück finden und eine Zufriedenheit am Ende des Lebens haben, wo sie sagen, ich bin geworden, was ich bin und das ist gut. Genau, und die, also nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, aber zum Mungo werden, und Mungos töten Schlangen, töten die eigene Angst, und das ist, finde ich, die bessere Metapher. Darf ich vielleicht nur zum Abschluss meine Kollegen, die ihr nicht seht, nämlich den Andi List und den Carol Kensi, die da netterweise im Lockdown unter widrigsten Bedingungen sozusagen da arbeiten, danken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank, Andi und Carol. Vielen Dank. Ich danke euch für das Interesse und freue mich, so ehrlich muss es sein, doch, wenn wir uns wieder umarmen können, wenn es einen Bruder- und einen Schwesterkuss gibt, mit oder ohne Zunge, je nachdem. Aber das wären wieder gute Zeiten, wenn wir ein bisschen auf Tuchfühlung rücken, weil nur distanziertes Lernen und distanzierte Quatschen ist auch Fahrt. Also in dem Sinne bedanke ich mich, dass wir in Austausch getreten sind. Wünsche euch viel Glück und bleibt gesund und Glück auf. Ja, lieber Chris, herzlichen Dank. Der Chris hat heute den Abend für uns auch kostenlos gestaltet. Wir werden sozusagen aber dafür einer gemeinnützigen Einrichtung, nämlich den Atmos, eine Spende überweisen, eine Innovation, die auch von dir kommt. Vielleicht magst du, Chris, nur ein paar Worte dazu sagen. Und wir werden natürlich auch im Internet die Spendenadresse einblenden, damit auch die Zuhörerinnen und Zuseher was spenden können, weil das wirklich ein ganz tolles Projekt ist. Ja, vielen Dank. Also Atmos ist sozusagen eine Unternehmung, die sich um saubere Luft kümmert, also um die Auswirkungen von schlechter Luft, nämlich um Lungenkrankheiten. Und dieses Unternehmen ist auf der einen Seite eine Data-Driven Enterprise, also Satellitenfirma, wo Messdaten über Luft erhoben werden, auch in der Tabakfabrik ansässig. Und auf der anderen Seite bauen wir mit dem fantastischen Architekturstudio Coop Himmelblau an den Küsten Erholungsräume. Aber wir generieren Spenden, aber wir nehmen nicht einen einzigen Cent, sondern wir geben jede Spende der Forschung, nämlich dem AKH in Wien, der Mukoviszidose-Station von der Sabine Renner, und jenen Menschen, denen es jetzt schon schlecht geht, geben wir das Geld jetzt schon, und da läuft diesmal die Spende hin. Dafür vielen Dank, nämlich nach Ottensheim zur Mukoviszidose-Selbsthilfegruppe. Ja, und ich würde mich freuen, wenn diese Gruppe viele Spenden kriegt, weil sie es verdient haben, weil großartige Menschen arbeiten und sie Menschen betreuen, denen es oft sehr, sehr schlecht geht und die nicht nur krank sind, sondern auch arm. Ja, lieber Christian, herzlichen Dank. Auch dir, Bianca, herzlichen Dank. Und ich denke, es war wirklich eine spannende, anregende Diskussion. Und ich glaube, dass man sie, sobald Covid das zulässt, wieder mal in der Tabakfabrik sehen, weil es ist einfach toll, was da abgeht. Danke und schönen Abend. Danke. Also Glück auf, schlaft's gut und nicht aussehen in der Nacht. Ja, ciao.